Erster. Was erster? Weiter. Ja, ich würde sagen, willkommen zurück zu Starbound, Leute. Jawohl. Neue Session, neuer Patch, mal wieder. Yay. Und wir haben keine Ahnung, was er gemacht hat. Ja, nur so minimal. Irgendwie gibt es ein neues Sub. Ja, ich habe mir das nicht angeguckt. Es gibt irgendwie so ein neues, wie heißt das hier, Sub-Biom, aber keine Ahnung, was für eins. Client-Server-Connection, no longer valid. Was? Oh. Ja, dann versuch's nochmal. Hast du dein Internet gefressen? Nope. So, da bin ich wieder. Ah. Inleitung mal wieder. Ja, dann mache ich das mal. So, Hackbraten. Ich kann mal wieder nicht schreiben. Ich hab gerade Hackbraten geschrieben oder so. Ja, der gute alte Hackbraten. Alter, was geht los da rein? So, das war so. So. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Gold haben. Mann, Erz, was ist denn da los? Was haben wir überhaupt gemacht letztes Mal? Das ist eine gute Frage, schon so lange her. Ja, eine Woche. Zwei Wochen. Nee, oder? Ja doch, zwei Wochen kann sein. Über den Daumen. Fliege einfach zu einem neuen Planeten. Oh, also, ich glaube, fehlt nicht noch Rüstung bei einigen, die Pioniere? Ja, genau, mir fehlt noch Chests und Greaves. Was brauchte man für die Pioniere? Titan, ne? Also, ich bin jetzt komplett auf Gold. Ach, genau. Der Helm fehlt mir auch. Ach nee, ja, Gold habe ich auch komplett. Genau. Gold habe ich auch komplett. So, dann müssen wir mal gucken, was das nächste eigentlich war, was wir da craften müssen. Pioneer, wenn ich mich jetzt nicht irre. Craften. Ja, mal craften. Ich weiß nicht warum. Ja, Lara Croft ist halt auch besser. Pioneer war eins so. Ja, okay, dafür brauchen wir Titanbarren. Wo ist denn das? In der Metalbox? Ich schmelze gerade Titan. Nee, das wird mir wieder geklaut. Pioneer. Ich hab doch schon. Gut, ich hab auch wahrscheinlich. Es ist fertig, nimmst dich schnell raus. Na, wird eng mit den Pixeln. Wie heißt das neue? Pioneer. Scavenger sehe ich hier. Pioneer, okay. Na, geh an die Metal Workstation, gib einfach Pio ein, dann siehst du. Ja, ich seh schon. Titan, wie viel Titan haben wir denn so? Nicht so viel. Oh, das ist wenig. Dann müssen wir mal farmen gehen, würde ich sagen, ne? Ja. Ja. Aber ich glaube, auf dem Planeten waren wir schon, ne? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ehrlich gesagt. Einfach mal runtergehen, ne? Ja. So, und runter. Ja, hier waren wir schon. Ja, dann fliegen wir weg. Dann ich wähl mal einen aus. Kannst du nicht, weil das mein Schiff ist. Außer die haben es gefixt, kannst du mal gerne versuchen, aber eventuell verbrauchst du gerade nur Kohle. Das kann ich. Ich sag mal ein Random. Im Übrigen. Oh, Server Connection no longer valid. Ja. Was ist hier los? Haben die meinen Server kaputt gepatcht? Wenn ich jetzt versuchen würde, bei dir zu fliegen, dann fliege ich auch, okay, aber woanders dann hin. Ist das wohl ein Bug? Yay! Juhu, wir haben einen Bug gefunden! Nein. Warte mal. Du mal Spacekick ein, du hast nämlich gerade hier Ding ins Party. Oh, ja. Bist du schon wieder online? Ja. Weil er hat mir gerade einen Invite geschickt und dann wäre ich in zwei Partys. Ja, das ist Man merkt, bevor wir auf den nächsten Planeten gehen, herzallerliebster Glurak, heil dich. Sonst stirbst du ich guck mal, ob ich jetzt auch rausfliege, das wäre jetzt lustig. Dann sind wir hier gefangen. Klicken? Ich klick mal. Tu es. Nee, bei mir geht's. Yay. Oh. So. Hä? Aber die haben mal was an dem Biom geändert. Das sind schon noch die, wo wir hin wollten. Ja. Aber mein Pool ist auch leer. Ich muss mal eben gucken. Kohle brauchen wir. Zack. Haben wir. 300 noch im Locker. Ja. Auch Kohle. Ja. Kohle ohne Ende. Ja. Ja. Was jetzt auch noch bald geändert wird, vielleicht, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ist, dass die Sektoren wegfallen. Und das ja, genau, es gibt dann nur noch drei Sektoren, dann gibt es irgendwie, und dann wird alles nur über Friendly gemacht. Ja, ein Creative, ein Adventure und ein PvP. Bin mal gespannt, wann alles resettet wird, mit Häusern und so, das frage ich mich dann schon. Ich denke. Ja, also ich finde die Idee schon ganz gut, vor allem, dass es dann nur noch über Threat-Level gemacht wird auf den Planeten. Es ist halt ein Beta-Game, da darf man sich nicht drüber ärgern, wenn noch alles geändert wird. Das ist von Anfang an aus klar. Ja. Wir kommen ja hier auch im Moment mit dem Lagerplatz auf dem Raumschiff super aus. Das heißt, wir können ja relativ mobil unterwegs sein. Ja. Doch, geht das.
das wird auch nicht viel schlimmer, kann ich dir schon mal verraten. Außer wir fangen an, wirklich Nippes und Gedöns zu sammeln, bis zum Erbrechen. Ja, machen wir doch schon. Aber selbst dafür, man könnte die obere Kistenreihe noch einen höher setzen oder zwei und dann noch eine zweite darunter bauen. Also hier ist noch Luft nach oben, was Platz angeht. Ja, ich meine, selbst wenn man kann sich ja einen Homeplaneten setzen und dann geht das ja auch. Alter, was haben die denn da gemacht? Warum schließt denn jetzt das Inventar immer, wenn ich E drücke? Was ist das denn? Das war schon vorher so. Nee, ich konnte auch mein Inventar aufmachen und dann alle Sachen benutzen. Und jetzt kann ich halt zum Beispiel, wenn ich etwas benutze... Ah doch, das geht. Aber wenn ich halt die Search-Funktion benutze, kann ich halt nicht mehr irgendwie was suchen. Das ist mein Inventar öffnen. Das ist total kacke. Egal. So, jetzt wollte ich hier nämlich was machen. Genau. Hallo, neuer Planet. Gamma Hi 89622C. Ich hoffe, auf dem Planeten waren wir noch nicht. Wir haben es einfach irgendein eingenommen. Nee. Hier ist noch Erz in der Nähe des Spawns. Okay. Müssen wir mal schauen. Ist da. Ach, noch Silber. Erstmal ein bisschen die Umwelt verändern hier. Warte mal. Human Flag. Ach, scheiße. Ach, neue Hardware ist immer gut. Ja, hast endlich einen vernünftigen PC. So, okay. Gleich schloss ihm wieder alles ab. Dann würde ich mich aber kaputt lachen, so. Ich auch. Außer es ist dann natürlich ein Fehler am Starbound-Client. Dann, okay. Wir haben ja schon einen Fehler gefunden. Der darf nicht auf dem Computer alles anderen gehen. Sonst disconnect. Boah, hier. Hack-and-Slash-Party. So, ich muss Bananen fressen, weil sonst verhungere ich. Eine Truhe. Crappy mit Crush-Crusher. Was? 34. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie schlechter als meine, also lasse ich sie da. Aber der Planet sieht cool aus von innen. So, von innen. Was denn schon von innen angesehen? Wo seid ihr denn lang? Links oder rechts? Rechts. Ich gehe links. bin ich denn jetzt vergiftet? Ach, da ist eine Mini-Giftpfütze. Oh, die Gegner halten ein bisschen was aus hier, muss ich sagen. Ist übrigens überall Gift, denk an dein Leben, aufpassen. Ne? Ja. Und ich habe erstmal direkt Titanium gefunden. Ey, hier läuft ein Hund rum oder so. Sind das solche Pet-Dinger? Der hat sogar eine Hundehütte, das habe ich ja noch nie gesehen. Oh. Hallo, Hundi. Wie tame ich den denn? Ich habe keine Ahnung, wie man den tamet. Wie kann man den tamen? Ich weiß es nicht. Ich würde spontan sagen Knochen oder Fleisch. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, ist vor. Ein Hund! Um das mal. Warte mal, kann ich ihn abbauen? Was probieren? Nein, geht nicht, aber ich kann die Hundehütte abbauen. Das ist mit der Spitzhacke. Ja! Das geht schon. Oh, ich bin gestorben. Ja. Ich will ihn ja jetzt nicht töten. Ich habe jetzt eine Hundehütte genommen. So. Warte mal, was muss ich denn da bestellen? Hier, weil ich den hinschmeißen kann. Oh, ein einzelnes Titanerz. Das bringt uns weiter. Oh, hier, willst du Karotten haben? Hier, Karotten. Ich guck mir mal den Hund an. Vielleicht mit Fleisch? Da. Mit Romfleisch? Kann das sein? Vielleicht? Hier, willst du Fleisch haben? Guck mal hier, ich werf ein Fleisch hin. Also mit gekochtem Fleisch nicht. Das hat mir hier Space, das geklaut. Der hat mir Fleisch geklaut. Ja, was macht man mit dem Hund? Das ist auf jeden Fall ein Hund, ne? Würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber wie zähmt man die? Ich habe keine Ahnung. Zwei und eine ziemlich lange Zunge. Okay. Ja, keine Ahnung, wie man die zähmt. Müsste man mal nachgucken, eventuell. Weil ich habe null Ahnung. Das ist der erste Pet, das er. Der frisst jetzt mal Fleisch. Ich glaub's ja nicht. Ich gehe. Bin beleidigt. Ja. Oh, man sieht immer ganz schön, wo die Höhlen sind. Weil in den Giftpfützen sterben die ganzen Viecher. Ja. Lalalala. Also meine Schusswaffe, mein Rifle ist recht unwirksam gegen die Gegner hier. Ja, wir haben auch ein höheres Threat-Level hier, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aua. Aber ich habe jetzt auch nicht so die harte Feuerrate. Ja. Du hast die Sniper, ne? Ja. Gut, also mit einem Hammer One-Shot. One Hit. Ich sag ja, diese Craftable Hammer-Dinger sind echt overpowered. Ich hab ein bisschen Titanium gefunden.
Boah, ich habe hier richtig viel Kupfer gefunden, was wir absolut noch nicht mehr brauchen können. Aber die Bäume sehen abgespaced aus hier. Das sind im Schnee. Mein Freund, das sind Pixel. Unterschätze nie die Pixel, die Macht der Pixel. Ach, aber gut, direkt hinter dem Kupfer ist auch Titan. Sehr schön. Gehe ich extra links? Stirb! Oh. Klang jetzt mehr so nach Stirb. Oh, nee, die war doch nicht. Ich hab grad gemerkt, dass meine Schusswaffe keinen Schaden macht. Sehr schön. Auch noch mehr Titan. Ich habe auch tatsächlich seit der letzten Aufnahme nicht mehr Starbound gespielt. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich komme zu nichts mehr. Ich, so viele neue Spiele, die gespielt werden wollen, dann das Leben neben Spielen halt noch und. Time is money. Ich habe beides gerade. And I don't have money, so I don't have time. Oh. Titanium Edge. Aber der Server läuft jetzt besser als letztes Mal, oder? Ja, ja. Ich habe schon 60 Titan Erz. Ja, war der Server einfach buggy, aber immer noch nicht perfekt scheinbar. Wenn du Disconnect guckst, wenn du meinen PC benutzt, so gut. Ich glaube, das ist nur Server. Ja, ist nur Server. Alter, wie die hier aussehen. Harden Monsterplate. Aber die kriegt man jetzt schneller, habe ich das Gefühl. Ja, ist wahrscheinlich dann nicht mehr ganz sinnlos, die Items daraus zu bauen. Also genauso wie mit den Meta-Dingern, wo du die Cell-Meta oder die, wie heißt das, Meta-Stones benötigst. Die Dinger brauchst du eigentlich auch nie bauen, also. Lässt dir hier die Kohle liegen. Ja. Hab ich nicht gesehen. Aber nein. Baumfeld! Aua! Geht's noch? Also, so treffsicher bin ich nicht mit der Sniper. Nee, man merkt's. Zielwasser sollte helfen. Nein! Da ist er kämpft da und ich sterbe. Ja, klar. Aber er ist jetzt tot. Ja. Wahnsinn. Soll ich einen Hund mal töten? Ich töte den jetzt. Das geht. Oh Mann, der Hund hält ja sogar was aus, ey. Senkt mich am Arsch. Ist er tot. Ja, nee, ich muss mal rausfinden, wenn man die tamed, dann beim nächsten Mal meinen Hund sehen. Direkt mitnehmen. Ja. Ich hab ihn jetzt gekillt, aber beim nächsten Mal. Ne? Killst du ihn nicht. Vielleicht haben sie ja die Piratenschiffe jetzt ein bisschen runtergepatcht. Oh, das müssten wir eigentlich auch nochmal ausprobieren, ja. So, aber selten, wir erstmal herausfinden, bevor wir es ausprobieren. Ich find's einfach immer noch lustig, dass das Ding so hart war, obwohl das ein übelst laues Threat-Level hatte. Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Also. Memo an mich. Wenn Gift hinter einer einen Block breiten Wand ist und Mineralien in dieser Wand sind, lass sie da liegen. Ja. Was habe ich denn da gefunden? Electro-Grenade, okay. Wedding Dress. Habt ihr schon gesehen, dass. Ich bin ja auch so ein Batman-Fan, ne? Die Batman-Spiele sind ja super. Jetzt kommt auch. Hab ich schon mal gekriegt, dass ein neues angekündigt wurde. Dark Knight 2? Batman Arkham Asylum. Asylum. Arkham Knight, ich wollte gerade sagen. Arkham Knight heißt das, genau. Ich raste so aus, weil das wird auch wieder von Rocksteady gemacht. Ich freue mich hier drauf. Dieses Jahr kommen so viele Spiele jetzt raus. Allein im nächsten Monat. Jetzt kam der South Park raus, dann dieses Jahr kommen noch Diablo 3 raus. Also, das wäre zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ne, Leute? Also, in 3 Wochen? Ja. So, dann kommt, was kommt denn jetzt noch raus? Watch Dogs kommt dann jetzt endlich raus. Haben sie auch endlich finalen Termin rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da alles noch spielen soll, ehrlich gesagt. Boah, und wann kommt Dying Light raus? Ich glaube, erst Mitte des Jahres, ne? Was? Dying Light. Ist so ein bisschen Mischung aus Dead Island, Mirror's Edge und diversen anderen, so vom Gameplay her. Ich versuche jetzt gerade einfach mal so ein
das Merch ist auch was aus Mirror's Edge und Dead Island mir vorzustellen und ich weiß nicht so ganz, ob ich irgendwas davon halten soll. Da kommt auch also, jetzt ein... Auch mit Zombies, ne? Also es ist auch irgendwie so hart mit dem Tag-Nacht-Zyklus, meine ich, dass dann nachts auch irgendwie stärkere Gegner kommen. Aber wirklich was davon jetzt großartig mir durchgelesen habe ich noch nicht. Ich habe halt nur, worum es geht und... Ja, also sah schon richtig gut aus eigentlich. Lass ich jetzt da. So, ja, und eben von Outlast kommt dann auch jetzt noch das Add-on raus, was für eine Vorgeschichte von Outlast erklären soll, falls jemand Outlast kennt, aber ich glaube schon. Ja. Und da kommt das neue Metal Gear auch raus diesen Monat. Also ich habe jetzt Rising Revengeance mal komplett durchgespielt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und ich muss sagen, nicht nochmal. Und ja, ist ja auch, es ist ja auch kein richtiges Metal Gear, ne? Es ist ja schon das Hack and Slay Metal Gear und das, was ich jetzt meine, ist halt das richtige Metal Gear. Ja, das mit. Also ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß, weil einfach nur mal so mit irgendwelchen Cyborgs eine sinnlose Story und. Was hast du jetzt eigentlich für eine Spitzhacke? Ja, Glurak. Platinum, glaube ich. Platinum. Ich habe jetzt eine goldene, ich glaube eine silberne bringt mir da nicht viel, die ich gerade eben gefunden habe. Nee. Oh. Aber hier sind so lustige Metallbäume. Metallbäume. Schneebiom. Und wir haben die Hälfte des Planeten schon rum. Ihr seid rechts von mir jetzt. Oh. Ja. Mensch. Mein Gott. Ich habe aber auch ein bisschen Titanium gefunden. Ja, ich habe jetzt 120. Das heißt 60 Barren. Das sind schon mal zwei Items, wenn man die Brust nicht baut. Baumfeld. Ja, ich habe jetzt auch fast 2600 Pixel. Ich habe 200. Oh, da ist hardcore viel Gold, ey. Wo habe ich mich denn jetzt vergiftet? Wahrscheinlich da ist eine klitzekleine Pfütze ist da. Ja, in dem grünen Boden fällt der auch immer so super auf. In der scheiß Giftpool. Ganz viel Platinum. Ach, das Silber ist sogar nur. Oh mein Gott. Lohnt dich ja. Platinum total. Ist so ein bisschen lila. So baue ich. Oh, es wird dunkel. Ne, Titan ist ein bisschen lila. Ja, meine ich. Nee, Titan. Platinum. Platinum ist aber auch ein bisschen... Naja, also häufig, also ich konnte es leider noch nicht beweisen. Titan. Platin sind halt diese großen Brocken und Silber meistens diese kleinen, aber das ist manchmal dann auch nicht so... Da kommen nachher noch Erze, ey, das ist unglaublich viel Erze, da nachher noch kommen. Also wir sind noch wirklich ganz am Anfang des Spiels. Ja, sag ich ja. Also Aegisthalt weiß ich halt schon mal, um mal ein bisschen zu spoilern. Ceryllium und so weiter gibt's noch und, da gibt's noch einiges. Ja, Ceryllium hatte ich... Oh, ich sterb gleich. Ja, oh, solltest du auch aufpassen. Nicht so wie ich gerade. Zack, tot. Oh. Ich hab 2500 Pixel, zack und tot. Jetzt sind's noch 1800. Ja, dann haben sie aber die Bestrafung ziemlich hochgesetzt mittlerweile, wa? Oh, da ist ein Labor. Mit zwei Robotern und einer normalen Kiste drin. Wieso treffe ich den nicht? Alter, die Gegner nachts sind irgendwie stärker, kann das sein? Wir sind hier auf einem höheren Threat-Level, glaube ich. Ich glaube, der Threat-Level waren wir noch gerade. Keine Ahnung. Ist zu lange her, dass wir das mal gespielt haben, ehrlich gesagt. Mir ist auch wurscht. Nee, aber ich glaube, wir sind auf dem passenden Threat-Level. Passend für die Rüstungen. Ja. Falsch, das wäre stut. Heilen jetzt wieder. So. Oh, der hat mehr Swing Speed. Einfach mal ausprobieren. Oh, das ist wieder ein Schild. Alter. Okay. Einfach mal ausprobieren, was der kann. Ich brauche eine bessere Waffe. Wie gesagt, bau dir den. Ich habe gerade eine gefunden, die ist ein bisschen schwächer als meine. Ich hatte jetzt vorher. Was war das? Einen gecrafteten Hammer wahrscheinlich. Genau, mit 71 DPS. Jetzt habe ich eine mit 44 DPS gefunden, dafür aber 2,1 Swing Speed und 21 Damage per Swing. Ist halt schneller, ne? Ja. So gerade, wie viel. Aber ob so viel bringt, weiß ich nicht. Damage per Swing macht der Hammer immer noch 64. Ja. Mit 1,11. Oh, oh. Ich glaube, ich sterbe gleich.
Und ich habe jetzt 2,20. Ja gut. Und der macht Giftschaden, der Hammer. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Doch, die sind böse. Nachts, ich hasse Nacht. Alle so böse ja. Auf mich. Ich komme hier irgendwie so an leeren Häusern vorbei. Das macht mich sehr skeptisch. Ja, der Planet ist nicht sehr lebensfreundlich mit dem Gift. Da kann man auch nicht irgendwie sich jetzt in eine Höhle buddeln oder so. Dem stimme ich zu. Nee, der Hammer ist richtig gut. Einfach wegen der Geschwindigkeit. Oh, ich hab einen Dungeon gefunden. Und die ballern auf mich! Und die machen ganz schön Aua! Oder auf mich. Okay, der macht keinen Aua. Oh, der hält ganz meine schön 2500 Pixel habe ich gleich wieder. Wow, wie zur Hölle. Ich hab jetzt 400. Aber gut, wenn ich jetzt den Typen hier kille, sollte ich eigentlich mal Pixel bekommen. Die halten aber ganz schön was aus. Ja, die Monster hier geben irgendwie alle 200 bis 300 Pixel. Ich bin fast wieder tot. So. Knapp 160 Titan habe ich jetzt schon zusammen. Wenn ich mein Bett noch dabei, was ich mir letztens überall hingesetzt habe? Ne, schade. Alter, du gehst mal auf den Sack, stirb endlich. Mein Wird übrigens kalt wieder auf dem Planeten, einmal drauf achten. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen hier. Ich bin gerade ganz woanders wieder. Ja, ich muss erstmal bei dir ankommen. Oh, ich hab ein Monster denn gekillt. Ja, obwohl so ein großer Dungeon ist das gar nicht so ein Wurm. Ah ja, dann. Scheinbar. Oh, ich hab ein freundliches. Ach, egal. Und ja, ich bin in so einen Giftsee gefallen. Aber. Nett. Oberkante, Unterlippe. Alter, wie viele Monster sind das denn da bitte? 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele. Sie kommen nicht raus. Oh, und wenn du in dem Turm bist, bin ich jetzt unter dir. Ja, ich sehe Knochen da runterfallen und Leute schießen. Bitte stirb doch einfach. Gab's da oben irgendwas Nützliches? Ja, ja, das Problem ist nur, ich habe die ganze Plattform da jetzt abgerissen. Mein Bonehammer. Mal grad gucken. Danke. Ja. Oh, ich bin da. Ich bin da weggeschmissen. Bringt mir das Wahnsinn. So. Oh, da ist so eine Avian-Steuerkontrolle. Oh, und irgendein Typ, den ich. Tschüss. Oh, da ist aber jetzt irgendwas runtergeflogen. Ja, zwei Typen. Ach, das ist doch hier mit den. Diese Dinger sind ja verbunden miteinander, ne? Glaube ich. Da gibt's diese. Ich bin voll, verdammt. Was ist denn mit der Slush? Medical Screen, Star Map Screen, Data Screen? Das sind alles unterschiedliche? Oh Gott. Oh, da ist jemand aber zu tief gefallen, wa? Aber Fallschaden, hör mal. Ja, ich hab's gesehen, wie du geplatzt bist. Ja, na, glücklicherweise brauche ich aktuell nicht ganz so viele Pixel. Und ich fange schon mal an, hier. Zack. Ups. Titan einzuschmelzen. Nein! Auch an Fall Damage gestorben. Das gibt's doch gar nicht. Hat man Frage. Ah, das regt mich. Oh! Herr im Himmel. Mann. Zumindest habe ich jetzt keinen Hunger mehr. Lösen wir Probleme mit Problemen. Okay, die Saplings sind voll. Lösen wir kleine Probleme mit größeren. Kommen hier weitere Saplings rein. Sapling. Da. Wo kommen die Seeds Fische. Rein? Wo haben wir die Seeds? Die Seeds, das sind aber die Seeds. Kann mich noch irgendwo diese Farbdinger? Ich glaube, meinst du die Blumendinger oder? Mhm. Die, da haben wir ganz viele von in irgendeiner Kiste, ja, das ist richtig. Ja, in irgendeiner Kiste. Ja, das ist ja immer so. Kennt man ja. Wir haben voll die Ordnung. Nicht.
Teilweise schon. Wir haben uns da bestimmt was bei gedacht. Ja, und wenn nicht, dann haben wir uns da trotzdem was bei gedacht. Was ist das? Ach, eine Kistenkiste? Diamanten an der Oberfläche. 3 Stück. Nee, mal ernsthaft, ich finde die nicht mehr. Oben rechts in der Ecke müsste die irgendwo sein. Nein. Ich hab ja, ich guck doch gerade in alles rein hier. Ich finde sie gerade auch nicht, suche schon mit. Wer hat uns die Kiste geklaut? Ich glaube, mir wird gleich zu kalt. Nee, die sind weg. Nein, die müssen noch da sein. Dann nehme ich jetzt... Ich habe eh nur eins von den Dingern. Ich schmeiß das jetzt einfach weg, ey. Ja. Mach mal, ich mach einfach eine Kiste dafür. Haben wir doch. Nee, aber nicht. Scheinbar. Wie wir die haben. Ja, Roboterbaum-Saplings. Waren hier unsere Futterkiste nochmal. Das sind Seeds. Ich hab die jetzt da reingeschmissen einfach. Grabdinger. Weil ich finde hier auch nichts. Hatten wir eine Kiste mit fertigem Futter? Ja. Ehrlich gesagt, kein Plan. Saplings, Saplings, ein Anker, Hüte, Seeds. Oh, alter Schwede. Waffen. Ich hab mich gerade noch rechtzeitig gemutet zum Niesen, ey. Hutschi! Ja, noch lauter, du. Hutschi! Nee, mein Weib. Ich könnte jetzt schreien, aber ich tu's nicht. Ach, mach doch mal. Nee, das würde meinem Nachbarn nicht gefallen. Pff, haben die was zu melden? Nein. Ja, weiß ich nicht. Ich bin vergiftet, yay. Ach, wo kommt der denn her? Ich glaube nicht, dass mein Pixelvorkommen reicht, um noch was zu crawlen. Ach, guck mal, ich weiß, wo sie sind. Im Shiplocker. Ah, sie ist. Oh, lol. Oh, lol, 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 lol. Mhm. Ich hab da einsortiert. So. Also, du bist von links gekommen, ne? Dann hast du ja eigentlich auf dem Planeten schon gar nichts mehr. Ja. Ja, dann wechseln wir den Planeten, Gogo. Oh mein Gott, ich will auch noch hoch. Zack. Zum Ende der Folge wechseln wir den Planeten noch. Joa. Lalalala. Das Titan, was ich geschmolzen habe, habt ihr euch rausgenommen, ne? Ja. Nö. Also ich glaube, beziehungsweise... ich hab's rausgenommen, ja. Ich hab's auch noch im Inventar, aber ja. Ich schmelze dann auch mal Titan ein. Ja. Hier noch? Warum schmelzen wir noch weiter Gold ein? Ach, weiß ich nicht. Also für den Golddrill am Ende, okay. Haben wir genug. Okay, brauchen jetzt also... irgendwie nichts großartig weiter zu schmelzen. Oh. Außer halt Titan. Die Kohle, Silber, Iron Bar, Saplings waren. Links oben die Kisten. Fällt mir gerade ein. Saplings. So, Blumen waren hier im Shiplocker anscheinend. Cell Materia auch, oder? Ja. Nee, wo ist denn Cell Materia? Ah, da, okay. Silver Pickaxe, brauchen wir die? Tesla Pole. Jupp, das ist eine Waffe. Ganz lustige. Aber leider nicht so stark. So. So. Folge vorbei? Ich glaube. Ja, wir sind bei. Jetzt 29 Minuten fast, also ja, können wir das glaube ich mal beenden. Dann nächstes Mal gucken wir uns an diesen Desert-Planeten hier an, falls wir nicht schon auf dem waren, ich hoffe es. Weil ansonsten fliegen wir direkt zum nächsten. Jo. Was ist denn diese Javelin? Javelin was? Javelin ist. Ah, okay. Das schießt hier irgendwas. Bist du wahnsinnig? Das ist mein Schiff! Gleich war es dein Schiff. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.